Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, ja alles neu machen. Ich habe mich jetzt 2-3 Tage nicht wirklich mit Videos auf YouTube gemeldet, das Verschulden lag ganz klar auf meiner Seite, denn ich habe meine gesamte Umgebung hier umgestrickt. Das heißt also, ich bin auf eine andere Bot-Software gesprungen. Aber hier ist mir tatsächlich mal, ja, ich weiß, es ist ein Dip für mich als 15er, aber gerade die Sache hier mit den Klonzaubern und den Unsichtbarkeitszaubern und den Bogenschützen, das ist ja immer noch nicht so das, was ich so richtig gut kann. Aber ich habe es viel, viel geübt und habe es hier jetzt mal wieder im CK gemacht auf den 14er hier. Allerdings, weil ja, das lag, muss ich sagen, sehr, sehr nah. Kleiner Fehler ist mir passiert. Die leben nämlich ganz schön lange und ich spiele jetzt hier meine Helden raus und die Heiler und da kriegen jetzt natürlich erstmal die kleinen Bogenschützen so ein bisschen Heilung noch ab. Ja, habe ich verpeilt, die hätte ich erstmal tatsächlich sterben lassen sollen. Und ja, der Golem marschiert da so ein bisschen rum, aber der Rest muss hier zauberlos auskommen und die Strecke ist ja noch ganz schön weit, muss ich sagen. Aber ihr seht das auch unten in der Leiste, dass ich immer noch alle 4 Helden vor allen Dingen zünden kann zu dem Zeitpunkt hier. Und aber bleiben wir mal kurz beim Stream. Also auf Twitch TV habe ich diese Woche auch schon zum zweiten, dritten Mal gestreamt oder so. Ne, zum zweiten Mal, glaube ich. Ne, stimmt gar nicht. Montag, Dienstag, Mittwoch, ne? Ja, dann doch schon zum dritten Mal. Und habe dort, bin von der Streaming Geschichte Streamlabs will ich so ein bisschen weggehen, so ganz komme ich doch noch nicht weg. Es gibt so ein paar Komponenten, dadurch, dass ich meinen eigenen Bot betrieben habe, mehr oder weniger, gab es natürlich auch viel, ja, ich nenne es mal so Eigenentwicklung, die kann ich mit Stream Elements jetzt nicht unbedingt abbilden, aber das ist auch nicht so schlimm. Mein Ziel war halt, dass viele Sachen von meinem Rechner verschwinden und irgendwo in der Cloud landen und das Ganze von da geladen wird, weil meine Kiste hier schwächelt doch ganz gut, auch wenn ich echt nur Clash of Clans streame, aber wenn ich dann noch selber viel zu viele Programme hier lokal offen habe, dann wird schon mal ein bisschen eng mit der CPU-Kapazität, mit dem Arbeitsspeicher jetzt weniger, aber meine CPU ist immer ganz schön am Deckeln und das wollte ich so ein bisschen vermeiden. Und dementsprechend habe ich halt ein bisschen umgebaut. Also es ist nicht alles super, super neu, aber es gibt ein paar andere Sachen. Könnt ihr ruhig mal reingucken. Ist ganz witzig. Es ist was weggefallen, es ist was hinzugekommen oder es ist was ersetzt worden. So muss man es ja mal sagen. Aber hier habe ich in jedem Fall mal die 3 Sterne geholt. Und wir haben den Clankrieg zwar trotzdem, was heißt trotzdem, wir haben ihn einfach verloren. Punkt. Kann man nichts machen, der Gegner war einfach besser, muss man ganz klar so sagen. Aber was gibt es hier Neues? Ihr seht, ich bin genötigt worden. Ich bin ganz hart genötigt worden. Denn ich habe mir hier ziemlich viel Pakete gekauft. Zum einen, weil wir den vorherigen Clankrieg gewonnen haben, habe ich mich doch zu der Schattenszenerie hier reiten lassen. Die ist aber auch wirklich schick, muss ich sagen. Und die Mucke ist so nice, ne? Also das ist wirklich gelungen hier. Supercell überarbeitet ja öfter mal auch die Musiken der Szenerien. Und die hier finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber ich habe mir auch noch ein paar andere Pakete hier gekauft, die es vorher gab. Das heißt, da gab es ein 1,19€, 2,49€ und ein 4,99€, glaube ich. Die habe ich alle gekauft. Das war ein Heldenbuch, das war ein Baubuch, glaube ich, und so weiter. Und ich könnte hier jetzt schon wieder im Black Friday Pack zuschlagen. Da hinten das Heldenbuch, das lächelt mich sowas von an, dass ich es mir nachher kaufe. Aber heldenmäßig habe ich aufgerüstet, das seht ihr an meinem Profil. Ich habe den Warden gestern auf 80 gemacht, das heißt, es fehlen nur noch 5 Level am King. Und ja, unten die Pets muss ich natürlich ein bisschen weitermachen. Wir hatten uns entschieden, dass wir den Golem im Labor leveln und den Bohrer habe ich jetzt auf 2. Mein Labor läuft im Moment leer, aber das sind jetzt auch wirklich nur noch Sachen, muss ich wirklich sagen. Mauerbrecher, ein Zauber, den Sprungzauber, eine dunkle Truppe, nämlich die Minions und den einen Zauber da oben noch, den Fledermauszauber. Den werde ich wahrscheinlich als nächstes machen. Und dann dementsprechend den Bohrer, also den Drill hier. Und
Ja, das, ich finde es jetzt nicht so wichtig. Ich kann ihn immerhin jetzt Max spenden. Das reicht mir in jedem Fall. Und Clanspiele, kann ich euch sagen, habe ich auch schon durch. Habe ich gleich am ersten Tag, glaube ich, gemacht. Oder am zweiten die 4000 Punkte. Die waren ganz easy peasy. Es gibt ja, ja, hatten wir auch darüber gesprochen, ganz nette Rewards. Wir sind noch nicht ganz dran. Uns fehlen noch ja, 1350 Punkte. Ich denke mal, das kriegt jemand hin. Ich muss mit dem Avatar auch noch ein bisschen ran. Und dann ist das hier nicht ganz alles neu, aber es gibt auch eine neue Challenge, habe ich gelesen. Das ist jetzt aber eine Challenge, muss ich sagen. Thanksgiving Challenge. Also sind wir ehrlich, hier in Deutschland feiert man dieses Fest nicht wirklich, wo man hier die armen Truthähne zerlegt. Und das wird, glaube ich, in anderen Ländern ganz, ganz anders abgefeiert. Aber wir gehen mal rein in die Challenge hier und mit Rathaus 10 müssen wir uns hier durchschlagen. Okay. Sieht auf jeden Fall schon mal aus wie ein Truthahn, würde ich sagen. Und was haben wir denn hier? Ja, wenn Supercell mal den Troll-Tesla wenigstens auf diese Seite machen würde, ne? Aber nein, sie belassen den immer hier unten. Okay, sie belassen den immer hier unten. Dann gehen wir hier mal mit den Helden so ein bisschen vor, würde ich sagen. Und der Rest hier ist ja reines Durchgespamme, wie man das eigentlich aus dem Bereich von Rathaus 10 so ein bisschen kennt. Denke ich mal. Da können wir hier jetzt, glaube ich, hier alle 19 von denen setzen hier und setzen hier mal so ein bisschen den Heilzauber, dass die da so ein bisschen durchfliegen. Einmal den Wutzauber hier und jetzt können wir hier mit den restlichen Loons reinkommen. Machen wir das mal so und so. Mal ein bisschen rumfriesen hier. Ja, Gift hätte ich jetzt natürlich irgendwo nehmen können, bei irgendeiner Königin oder sowas. Aber das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Und mein King ist noch am Start. Wir haben jetzt noch so ein paar Tesla hier. Aber die sind jetzt auch nicht mehr so dolle. Ja, das geht ganz gut aus. Den Gift können wir hier weghauen. Und dann haben wir, glaube ich, dieses Event geschafft. Ich kann das gar nicht alles aufnehmen. Denn ich habe noch genug Tränke. Die hatte ich, glaube ich, in irgend so ein Paketchen bekommen. Das heißt, wir müssen die dann so ein bisschen im Livestream wieder ausgeben. Aber so kann man es machen. Ganz, ganz einfach. Aber Drachengespamme. Oder oh, da kamen jetzt doch noch mal so ein paar Fallen hoch, ne? Uiuiuiui, okay. Da kamen jetzt doch noch mal so ein paar Fallen hoch. Return Home. Die EP bekommen wir noch nicht. Das kann ich mir leider noch nicht abholen, weil ich noch genug habe hier. Wir können also wieder in den Livestreams so ein bisschen rumboosten. Ich habe noch 5 von 5. Ich hatte aber etwas mehr. Und ihr seht, ich habe 6 von den Power-Tränken und auch 6 von den Heldentränken. Können wir also den King auf jeden Fall immer noch im laufenden Klankrieg, glaube ich, boosten. Sonst gibt es hier, glaube ich, nicht wirklich Neues, glaubte ich. Stimmt aber nicht. Wir sind hier mittlerweile Clan Level 8, beziehungsweise in der Clanstadt sind wir Level 8. Das Häuschen hat sich auch ein bisschen verändert. Und wenn wir es jetzt upgraden müssen, müssen wir 240 Buildings mehr machen. Aber ich glaube, im Moment läuft im Magiertal, meine ich, im Magiertal, die Hütte, ja, die müssen wir auf jeden Fall als erstes haben, damit wir das Armeelager hier weitermachen können. Nur für euch, falls ihr auch mal so weit kommt. Und ich glaube hier, nee, hier nicht. Ich glaube, die Drachenklippen waren es, ne? Drachenklippen. Hier auch. Da seht ihr, gehen die ersten Punkte auch schon rein. Und dann können wir die auch mal da reinspenden. Und erst dann könnt ihr die Armeelager hier weiter ausbauen. Also ganz, ganz wichtig, dort so ein bisschen die Reihenfolge einhalten. Ich musste aber auch im Livestream nachfragen bei uns, wie das denn ist und wieso kriege ich hier eigentlich gar keine Truppen. Das ist auch trauriger Laden hier geworden, dass ich hier so gar nichts kriege. Was wollte der denn da haben? Ah, okay. Ich habe nicht mehr so viel Gems, Leute. Ihr seht das. Ich nage am Hungertod. Aber wenn ich jetzt noch fünfmal ein Heldenbuch kaufe, dann, wenn ich jetzt noch fünfmal ein Heldenbuch kaufe, dann kann ich auch den King machen und dann habe ich immer noch 4.500. Damit müssen wir eigentlich ganz gut hinkommen und da können wir ganz in Ruhe unsere Pets etc. leveln. Also hier geht es auf jeden Fall nicht ganz neu voran, aber es geht halt ganz gut voran. Wir sind auch schon wieder kurz vorm Level Up. Jetzt haben wir 50 Truppen und dann können wir auch mal losziehen hier, machen wir ein bisschen was live. Ich meine, live habe ich jetzt reichlich gemacht in den letzten Tagen. Ist aber nicht schlimm. Gestern war halt so ein bisschen der Ich probiere mal aus Tag. Und
Also ich probiere mal was aus, so muss ich ja sagen. So, dann nehmen wir den hier mit. Und ja, erster Klick, sieht eigentlich ganz gut aus. Schöne Herzchen-Base. Ja, ein Herzchen. Er herzt uns, okay. Aber wo herzt er uns nicht? Ja. Ich würde sagen, der herzt uns da nicht. Wie gehen wir denn eigentlich vor? Wir machen einen Warden Walk, würde ich sagen. Gehen hier rein und gucken mal, dass wir dort so ein bisschen was wegbekommen. Das sieht aber schon mal ganz gut aus. Und der Warden hier jetzt auf Max-Level haut hier auch gut rein. Gegen den, ja, vermeintlich noch Rathaus 14, aber mit Rathaus 15 und Monolithen und hinten zwei Kampftürmen. Die Base ist ja jetzt nicht ganz so gut. Macht aber nichts. Wir gehen, glaube ich, hier hinten oder hier gehen wir rein. Da gehen wir rein. Bam. Und dann lasse ich hier mal den King laufen mit zwei von denen. Einmal so ein Eisgolem hier rein. Die 2, 3. 1, 2. Dann haben wir hier noch einen Mauerbrecher und da noch einen. Können wir hier unsere Queen mit reinsetzen. Und jetzt muss nur der Warden so ein bisschen mit reinkommen. Wäre ganz schick, wenn der hier mit reinkommt. Und hier nehmen wir auf jeden Fall den mal in die Pflicht. So, wo können wir noch ein bisschen was kaputt machen? Sicherlich hier. Und wo können wir springen? Da. Oh, mal gucken. Da müssen jetzt die Truppen nur hinkommen. Sehe ich gerade. Und mein... Ah, ich nehme den da mal. Aber ich glaube, da gehen jetzt nicht wirklich viele Truppen hin. Die gehen alle so ein bisschen außen rum. Ich meine, außen ist ja in Ordnung. Ist ja auch Ort der Begierde, dass wir außen so ein paar Sachen holen. Aber wir haben schon ziemlich viel Dunkles. Können wir die Truppen auch hinterher setzen. Und nehmen hier nochmal, glaube ich, die Sachen in Frost. Können die Queen noch zünden. Hätte. Ja, ich hätte natürlich auch mal den Gift nehmen können. Aber egal, ist halt ein bisschen Farm am Rande. Jetzt werden gleich die Türme auch, beziehungsweise Kampftürme ausgelöst. Da ist das Rathaus mit drin. Das reicht, glaube ich, wenn der Rand drin ist, ne? Ich glaube, das reicht, wenn der Rand da so ein bisschen drin ist. Und unsere Queen muss jetzt allerdings auch gezündet werden. Es gibt immer noch keine neuen Challenges, also Errungenschaften, wo man so ein bisschen Kampftürme machen muss oder aber Monolithen. Aber mal sehen, vielleicht hat es ja schon mal jemand bei Supercell eingereicht, dass es vielleicht da auch neue Errungenschaften gibt. Nun ja, wir bauen noch einmal nach, glaube ich, denn ich habe was anderes vor. Leute, ich habe was anderes vor. Der muss hier raus, den hätte ich nehmen sollen. Ich habe etwas anderes vor und zwar würde ich sagen, wir läuten mal so ein bisschen, damit wir hier unsere Bobs, die jetzt auch die nächsten Tage frei werden, so ein bisschen hier reinpowern können, beziehungsweise vielleicht ein paar Mauern machen können. Machen wir jo, eine Kobold-Woche, glaube ich, oder so eine Goblin-Woche. Und ich werde mal ein paar Pokale droppen, denke ich mal, so in... Bis Champion vielleicht, bis Champion runter irgendwo, Meister Champion und dann nehmen wir mal so eine Woche nur Kobolde, vielleicht mit allen Accounts nur Kobolde nehmen, wäre ja mal keine schlechte Challenge und dann gucken wir mal, was mit denen denn so geht. Ich meine, mit denen geht ziemlich viel, aber ich würde ganz gerne die ein oder andere Mauer schon mal machen, dass wir da auch nicht so ganz hinterherhängen. Okay, wir haben einiges neu gemacht. Ich hoffe, das hat euch ganz gut gefallen. Auch die Livestreams auf Twitch haben euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann kommt da einfach wieder rein, würde ich sagen. Dann haben wir da wieder so ein bisschen unseren spaßigen Abend. Es gibt ja immer so ein bisschen was zu weinen und zu lachen. Aber mit Masse haben wir da natürlich Clash of Clans Spaß. Und wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, dann können wir da natürlich auch drüber reden. Gar keine Frage. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto Clasht.